Mike, du kannst verkaufen. Mike, kauf keine Kettensägen. Ich habe direkt mal zwei Kipper gekauft, ne? Wo soll ich mit dem BGX hin? Versuch Joa. mal, ob du den Kipper jetzt hinten dran hängen kannst. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Also, Ich den. glaube ich. Ja, du mit dem Big X. Und dann runter zur BGA. Und dann halt noch hier dieses Schneidwerk mitnehmen, ne? Welches? Geht das, Jonas? Welches? Nee. Oh Mann, oh, warum funktioniert das nicht? Okay. Dann geht's halt nur mit Mod. Welchen Kipper kann man an den Big X dranhängen, René? Weißt du das? Keine Ahnung. Warte mal, war das nicht der eine da, Welchen hast du der... jetzt gekauft und versucht? Den Krampe. Also den Dann... größten, den man normal Der anhängen geht kann. nicht. Nee, der geht Nee, nicht. du darfst nicht den größten Dann nehmen. musst Nimm den... du einen mit so einem Ring nehmen. Warte, ich guck mal. Oder nimm den Ah, da, dieser Alonia. Acroliner. Ja, Den Acroliner, Acroliner. der könnte Ja. funktionieren, ja. Bleib überall dran hängen. Okay, nehmen wir den. Jonas, teste den grünen mal aus. Ja, An warte. den, ey, Mike, den. Ich glaube, den Bergmann Oh, ich kannst du auch stelle hier schon. dranhängen. Oh, ich kann hier verkaufen. Was, welchen? Glaube, den Bergmann kannst du auch dranhängen. Der ist, glaube ich, auch für Hexe. Hexe gut. Oder hier den. Ne, du hast jetzt den großen Acroliner gekauft. Ja, ich habe jetzt den Acroliner gekauft. Den großen? Oder den, der vorne so eine Lenkachse hat? Den Tandem. Den großen. Okay. Weil hier hinten, der würde auch gehen. Welchen? Der Bergmann, glaube ich. Sieht Meinst auch du? so aus. Hat auch so einen Anhänger, obwohl der Zapfwelle. Müsste man austesten. Was ist denn das, Häckselgut? Ist das die, sind das diese fünf Blätter oder was das ist? Ja, Sind das diese fünf Blätter? nein. Häckselgut. Ja. Häckselgut sind Bäume. Häcksel, Nein. Oder ist Häckselgut. das dieses Maiszeug? Mais ist einmal Häckselgut und das andere ist Hackschnitzel. Ja, nee, ich meine, wenn du bei dem Bergmann guckst, der hat ja zwei Zeichen, die er Also aufnehmen ich kann. Was krieg ist da das erste da? nichts. Was gibt Da da nichts nichts? angehängt. Das Das ist ist mal. Mais, denke ich mal, und das andere das Gras. Könntest du gerne auch nochmal probieren, aber vielleicht bin ich halt zu doof zu, aber. Ich glaube, das ist Ich glaube, du bist einfach zu doof, du. Ich schätze mal, das ist Weizen. Nee, das muss Mais sein. Die sind noch dafür. Geht doch, Jonas, was hast du denn? Guck hier, ich kann sogar mit rückwärts Das fahren. ist Mais und Gras. Hahaha. Weil das sind noch so Okay, nee, extra gut so nicht. Graslagerwagen oder so. Soll ich den runter zur Moment. BGA bringen? Ja. Kannst auch das Rohr wieder einfahren. Ja, dann müssen wir halt mit noch einem anderen Trecker irgendwie da runtergehen. Ich stelle jetzt einfach hier unten mal den Helfer ein, weil dann kann der schon mal ein bisschen Das Dings da Rohr kannst pumpen. du auch wieder einfahren. Ich fahre gerade zwei Felder auf einmal. Hä, wie denn das? Feld 30 und 25. Ich fahre einfach schräg gegenüber immer die ganze Zeit durch. Wir Das können ja ist ja. theoretisch, so rein theoretisch mit dem Flug einfach die ganzen Felder verbinden. Das würde ja ein bisschen was uns noch geben und Aber so. irgendwer hat schon den Flug verkauft. Ja, nee, wir Ja, würden da du hast. sowieso einen größeren Flug nehmen. Du meinst, ich will da mit dem kleinen Flug lang eiern oder wie? Du hast das sowieso ausgestellt für uns. Ja, für euch habe ich das ausgestellt, aber das kann man ja jederzeit anstellen. So. Dann kannst du es auch selber machen. Oh mein Gott. Ich halte mal bei Feld 36 und 37 an, dass du Ach da so, kurz kaufen kannst, ne? Müssen wir noch irgendwas verkaufen oder soll ich noch irgendwas wegbringen? Oder mitbringen, irgendwo hinbringen? Steht noch irgendwas beim Händler, was irgendwo muss? Ich gucke gerade. Flo, warte mal mit den Mähwerken, bevor die weg sind. Ich glaube, dafür nehmen wir uns am besten einen anderen Trecker, weil ich glaube nicht, dass der kleine reicht. Ach, geht schon. Da hatte ich schon den Deutz dran, den kleinen. Den man Mike, am willst du mal Anfang hat. kurz zu mir? Ich bin bei 36. Meinst du? Ja, aber nee, wir holen uns einfach einen größeren. Wir nehmen einfach diesen Hürlimann. Mike. Dann haben wir den auch. Was, Put, put, Jonas? put, ich bin bei 36. Warum bist du bei 36? Da bin ich auch schon dran vorbeigefahren. Hast du das schon gekauft? Nee, habe ich noch nicht. Das machen wir dann einfach, wenn wir das sehen wollen. Aber ich habe jetzt einfach unten mal den Helfer angestellt. Bei 41, der kann dann da schön ein Bloß bisschen soll ich helfen. die hier dranhängen oder? Ach, an den willst du das hängen? Du meinst, Ja, oder? ich weiß es nicht. Mir ist das rein theoretisch egal. Aber Oh. das wäre dann ein bisschen Verschwendung, oder nicht? Nein, das würde ich jetzt einfach nur zu den Kühen bringen. Ja, Was warte mal siehst du bei kurz. 41? Ich kaufe einfach hier Mais? den Hürlimann. Der Hürlimann, der reicht nämlich. Mike? Oder von mir aus kannst du auch den nehmen. Mir ist das egal. Ja, ich sehe Mais. Ja, ich würde die jetzt einfach zum Kühen bringen. Da steht, da habe ich den Dings auch einfach eingebracht erstmal. Okay. Den Ladewagen.
Ich glaube, ich verkaufe mal den großen Kipper. So. Ballenpresse, vielleicht für Heu und so. Nee, ich weiß nicht. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht. Nee, wir haben ja den Ladewagen. Mit dem können wir einfach alles machen. Ja, Heu brauchen wir ja nicht unbedingt. Ahoi, Brause! Die Kühe müssen ja nicht unbedingt 100% produktiv sein. Dafür will ich jetzt Geld haben, ey. Was, Werbung? Ja. So, ich verkaufe den großen einfach wieder. Weil der bringt uns ja dann sowieso nichts. Nichts. Was denn? Ach, diesen einen Kipper da, den grünen. Den großen, den wir da eben gerade gekauft haben, der aber nicht hinten dran passt. Hast du probiert, ob der dran geht? Ja, der geht nicht. Hast du mal den kleinen Dings probiert? Welchen kleinen Dings? Wie heißt es? Acroliner. Welchen meinst du jetzt bei Kipper? Ja. Den ganz kleinen mit der... Der mit der Drehachse. Also ja, der mit der Drehachse. Der Tandem. Darauf habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock. Der ist ganz schön klein. Dann fahren wir lieber wieder nebenher. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oh, muss ich das scheiß Mähwerk auch noch runterlassen, ey. Ja, das... Lass der Hosen runter, René. Ja, genau. Ach, Mann! Aber Mike, du musst so denken, lieber den kleinen, weil dann kannst du mich auch weiterfahren, wenn der andere schon mal seinen Anhänger wegbringt zum Abladen, wenn er wieder zurück, wenn er wiederhergefahren ist, ne? Du brauchst nicht da unten stehen bleiben. Mike, wo soll ich mit dem Frontlader und dem Kipper hin? Im Hof? Oder? Frontlader, weiß ich nicht, was wir damit am besten machen. Hier zum... Warte mal, ich kaufe am besten direkt eine Palettengabel. Weil ich glaube, Paletten sind so das meiste, was wir mit dem Frontlader bewegen müssen, wenn wir noch keinen Dingsbums haben. Ja, aber das brauchst du nur, wenn du Schafe hast. Mission? Ja, wieso Mission? Fass mir nicht falsch, Freunde. Egal. So, ich hab das jetzt... Da kannst du ja schon mal Mission machen, wenn du willst. Achso, was wollen wir uns eigentlich für die BGA kaufen? Wieder ein Radlader, ne? Ja, 10 Radlader. Ne, wir kaufen uns einen Radlader. Oh, die BGA Universal kaufen. What the fuck? Ich muss zugeben, ich war bei der neuen Version noch nie bei der BGA drinnen. Ich schon. Wobei doch einmal, da zeigt sie jetzt mittlerweile die Gewichtszahl an vom LKW. Auf der Waage. Das ist bei dem Getreidehändler auch so. Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Kipper gekauft. Und das stimmt sogar. Mit dem können wir ja dann immer mal irgendwo langfahren, so spaßeshalber. Dann haben wir auch hier was für den LKW. Was denn für einen kleinen? Ja, den kleinsten, den es da gibt. Der so ganz rechts ist, der kleinste. Ganz rechts? Ja, Kipper und so. Ganz rechts der kleinste, weißt du? Der kleinste, der kleine rote? Ja. Der kleine rote Traktor. Und Krampe, der? Ja. Ja. So, also ich soll mit dem, dann fahre ich den Frontlader zum Kühen, ne, oder? Ja, kannst du eigentlich machen. Theoretisch. Obwohl, was hast du da jetzt hinten dran hängen? Nichts. Kannst du nicht noch irgendwas mitnehmen? Ja. Nein, Was brauchen wir denn bei den Kühen? Ich weiß nicht. Wir könnten uns einfach noch spaßeshalber noch einen Ladewagen kaufen. Habe ich schon eingestellt. Ja, noch einen für die Kühe. Dass wir einen für zu Hause und einen für die Kühe haben. Kann auch sein, dass Jonas gerade mit dem linksrichtigen fährt. Ich weiß es nicht. Jonas, soll ich mal einen für die Kühe kaufen? Ach, weiß nicht, wenn da schon einer steht. Mike, du musst auch eine Schaufel für den Radlader kaufen. Da ist doch eine. Da habe ich eine. Da drüben. Die liegt hier. Ja, aber die an einer ganz anderen Ecke. Also, das hier ist der Helfer. Kühe sind bei Feld 4 oben, ne? Oh Mann. Warum sind die Helfer immer noch so dumm wie vorher? Warum? Der ist wieder gegen den Baum gefahren. Das hätten sie immer besser machen können. Nein, Kühe sind bei Feld 40. Ja, soll mir klar, dass das so bleibt. Ja, aber die hätten doch mal was machen können. Zumindest hätten sie es versuchen können. Ich kaufe jetzt mal eine Kettensäge. Vielleicht haben sie es versucht, aber vergessen die Bäume einzuzeichnen. Ich schneide jetzt einfach hier den Baum ab, habe ich jetzt nämlich keinen Bock drauf. Mike, wie war das mit dem Lernen, dass man keine Bäume abschneiden soll? Vielleicht ich darf das Spiel wieder ab. Ich verkaufe die Kettensäge gleich wieder, keine Angst. Mike? So, jetzt hat er einfach den Baum umgefahren. Mike? Ja? Hast du wenigstens den Hochdruckreiniger gekauft? Nein. Ich kann mit dem gut umgehen, bei mir leckt das Ding wenigstens nicht. Ich will alles sauber halten. Hier rollt jetzt ein Baum lang, was? Je sauberer die Maschinen sind, desto besser arbeiten die, deswegen Hochdruckreiniger. Oh mein Gott. So, sicherheitshalber. Okay.
Jetzt rollt der Baum hier einfach quer übers Feld. Oh Mann. Ja, dann musst du den mit dem Kran wegbringen. Was ist los? Mit dem Kran wegbringen. Achso, nee, nö, ich lasse den da liegen. Meinetwegen kann der despawnen oder keine Ahnung, was mit dem Bäumen ist. Auf jeden Fall nehme ich jetzt keinen Kran und bringe den. Dani, welches Feld hast du schon gesehen? Ich sehe gerade Feld 25 und 30 auf einmal. Du kannst Feld 29 und 24 machen. Ich habe Düngelstreue. So, ich bin noch nicht fertig. Kannst du gleich vergessen. Ich glaube, das geht trotzdem. Flo, soll ich dir vielleicht mal helfen? Ich kann ja mal da 25 und 30. Den Kipper wegmachen. Warte mal kurz, ich hol den mal kurz weg. Jetzt kommst du da vielleicht ein bisschen besser dran. Oder du schiebst einfach die Schaufel zur Seite. Oh, gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Die Schaufel anhängen. Ich komme auch mal vorbei, ich stelle hier einen Helfer an. Dann kannst du zur BGA fahren. Die ist ganz unten auf der Karte. Mike, wo soll ich mit dem Kipper hin? Auch zur BGA? Obwohl, stell hier mal nicht den ich Helfer an. Weil da brauchen wir ja sicher noch einen. Ja, einen bräuchten wir da, da hast du recht. Die könntest du wirklich zur BGA fahren. Das würde sogar Sinn machen. Was denn? Kipper. Ich glaube, ich lasse den Kipper einfach hier stehen und kaufe mir noch eine Sämaschine. Oder ich kaufe einfach noch eine Sämaschine, dann geht das ein bisschen schneller. Ja, zwei Sämaschinen ist schon okay, wenn wir so viele Felder haben. Achso, wollen wir vielleicht noch einen Schwader haben? Dann können wir Heu machen. Weiß nicht, ob sich reicht. Brauchen wir denn Heu eigentlich? Wir haben noch Silo, wir machen. Strohbär noch ich meine den Zetter. Dann können wir Heu machen. Was? Ja, aber Strohbär noch interessant, damit wir das bei den Kühen reinstreuen können. Ja, haben wir ja da bei Dingens. Da müssen wir halt Gerste sehen. So wie bei LS13? Ja, würde ich jetzt so sagen, ne? Oder wie willst du sonst Stroh machen? Ja, dass wir es jedes Mal wieder vergessen. Ja, da haben wir es jedes Mal wieder vergessen, das stimmt.